Ja, das weiße Pünktchen, das ist mein Auto. Da ist mein Hotel und man sieht die Zugbahn, geht genau da drüber. Direkt hier der Küstenstraße von Galveston. Der Regen fängt jetzt langsam an. Es ist kurz nach 10:30 Uhr morgens, Freitag. Lang kann man hier nicht mehr fahren. Die Wellen sind unglaublich hoch, die jetzt schon reinkommen. Und der Hurricane ist noch hunderte Kilometer draußen am Meer. Also die Sturmflut, die jetzt schon hereingedrückt wird, ist gigantisch. Da hinten steht ein Pier, der wird wahrscheinlich morgen nicht mehr da sein. Reporterteams, Aufräumungsarbeiten jetzt schon, Sie sehen auf der Straße, da ist so viel Dreck, dass es mehr rausspült. Also hier ist wirklich die Hölle los, wenn man so sagen kann. Und ich möchte hier nicht stehen. In ungefähr 6-7 Stunden ist hier alles überspült. Da gibt es keinen Fleck mehr, der hier trocken ist. Wir werden jetzt schauen, möglichst schnell wieder rauszukommen, Richtung Houston zu fahren und dort abzuwarten, was heute Abend passiert, beziehungsweise heute Nacht und morgen früh. Ja, so schnell steigt das Wasser. Es wird Zeit, hier rauszukommen.